kennst sicher Sprichworte, die über die Generationen weitergegeben werden. Deine Eltern haben schon dir Sprichworte gesagt. Du selber benutzt Sprichworte. Sie sind einfach eingebaut in unseren Sprachgebrauch. Ein Sprichwort fiel mir jetzt ein. Das heißt, nachts sind alle Katzen grau. Was heißt das? Nachts kommen Gedanken in deinen Kopf, in dein Herz und du denkst nur noch in diesen nächtlichen, abstrusen Gedankenvorgängen und du merkst, wie du in ein Hamsterrad quasi reingekommen bist und es gibt keine Konturen mehr, sondern es ist alles ein und dieselbe Sache. Das heißt, nachts sind alle Katzen grau. Man kann nachts nicht mehr unterscheiden zwischen den Konturen. Alles ist irgendwie in einem diffusen, dunklen Zustand. Und genauso empfinde ich das oft, wenn Gedanken von Beunruhigung kommen. Oder ich denke an bestimmte Situationen. Oder ich habe Schmerzen. Und schon fangen die Gedanken an, sich zu entwickeln. Es sind Gedanken der Unruhe, der Sorge, der Befürchtungen. Und diese Gedanken, Befürchtungen und Sorgen werden vom Feind benutzt, um dich noch tiefer und noch mehr in diese angstmachenden und bedrängenden Gedanken zu bringen. Wie wird das ausgehen? Wird sich der Zustand verändern? Wird er sich zum Krassen verändern? Wird er sich positiv entwickeln? Was wird mit den Kindern sein? Was wird mit dem Ehepartner sein? Was wird mit der Wirtschaft, mit der Gesellschaft? Alles ist auf einmal nur noch angstmachend, bedrängend, sorgenvoll. Wo ist der Ausweg? Nachts, wenn ich solche Dinge manchmal erlebe, dann ist es gut, wenn ich aufstehe, wenn ich mich in Bewegung bringe und mich an meine Bibel setze und sage, Herr, ich bin wirklich bedrängt. Hilf mir aus dieser Bedrängnis heraus. Und ich lese Psalmen. Vielleicht hört es nicht auf mit den Bedrängnissen in mir oder in dir, wenn man einen Psalm liest. Aber vielleicht, wenn du zwei oder drei liest oder Bibelworte, die der Herr dir gerade zeigt. Ich empfinde das dann oft so, wie wenn Öl in meine Gedanken und in mein Herz tropft. Wie ein heilendes Öl, was aus dem Wort Gottes kommt. Und wo meine Ausrichtung wegkommt von dieser Bedrängnis, von diesem Druck und Stress und ich mich hinwenden kann zu dem, der die Lösung in meinem Leben hat. Gott wird mit deinem Leben zum Ziel kommen. Gott hat ewige Pläne in seinem Herzen. Es sind die ewigen Herzenspläne Gottes, die dein Leben tragen, die auch diese Situationen tragen, die du so fürchterlich empfindest, die du als Druck empfindest. Er wird das Leben deiner Kinder tragen, wo das jetzt so schwierig aussieht. Er wird Lösungen für dich aufzeigen. Vielleicht dauert es eine Weile. Vielleicht musst du ein bisschen noch im Gebet dranbleiben, reindrücken, reinpressen in die Situation und immer wieder Gottes Wort über dieser Situation aussprechen. Und die Situation wird sich verändern. Auch die nächtlichen Gedanken, dieser Stress, dieser Druck wird weichen, wenn du mit dem Wort Gottes verbunden bist. Ich habe das ganz oft erlebt und ich erlebe das heute noch. Das, was mir nachts nicht möglich ist, in dem ganzen Diffusen, Gott löst es für mich über sein Wort. Er sandte sein Wort und heilte sie. Das ist eine ganz wichtige Botschaft der Bibel. Und die lege ich dir heute ans Herz. Gott hat mehr für dich.